Hi Leute, ich begrüße euch hier auch bei etwas Meerwasser zu einer Produktvorstellung der etwas anderen Art. Heute geht es sich mal nicht um Technik, sondern um das, was wir unseren Tierchen hier jeden Tag Gutes tun, damit sie wachsen und gedeihen. Es geht sich ums Futter. Ja, die Firma Vitalis Aqua Nutrition ist an mich herangetreten und hat gesagt, hast du nicht mal Lust, unser Futter auszuprobieren? Habe ich gesagt, ja, können wir ganz gerne machen. Und ihr wisst alle selber auch, das ist jetzt schon knapp 2,5 oder 3 Monate her. Ich habe das jetzt relativ lange im Einsatz und hatte zwischendurch auch mal einen Verdacht gehabt, wohlgemerkt, das war nur ein Verdacht, dass das Futter irgendwas eingetragen hätte. Das ist aber definitiv labortechnisch aus der Welt geräumt. Also ich habe das Futter eingeschickt in ein Labor, habe das überprüfen lassen und es ist definitiv nichts im Futter drin, was, ja, ich sag mal, zu einer Anreicherung führen könnte. Das sage ich schon mal direkt vorab. Also die drei Futtersorten hier, die ich hier habe, sind überprüft worden. Alles I.O. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein Fütterungssystem, ein Fütterungsplan, den man hier erstellt hat von der Firma Vitalis. Es gibt verschiedene Futterarten. Ich habe jetzt hier, oder Sorten, ich habe jetzt hier die Marine Pellets. Und zwar einmal die normalen Marine Pellets und einmal Platinum Marine Pellets. Da gibt es einen entsprechenden Plan für, wie man das Ganze einsetzt. Das ist ein, ja, Fütterungsplan. Das Ganze gibt es auch noch als Marine Flakes und Platinum Marine Flakes. Die greifen in den gleichen Futterplan ein. Dann haben wir hier einmal die Algen Pellets. Und das Ganze gibt es auch noch als Algenflakes. Und was es auch noch gibt, werde ich wahrscheinlich demnächst kriegen, das sind die Marine Gracer. Das sind Futterringe, die mit einem entsprechenden Saugnapf an der Scheibe befestigt werden können, wo sich dann hier unsere größeren Tierchen, im Prinzip alle anderen auch, die das Futter mögen, dran gütlich tun können über den gesamten Tag. Ja, gehen wir aber mal jetzt im Endeffekt hier etwas genauer drauf ein. Ja, warum füttere ich keine Flakes und die Pellets? Nein, falsch. Warum füttere ich keine Flakes und anstatt der Flakes die Pellets? Weil ich grundsätzlich jemand bin, der es von der Menge her richtig portioniert haben möchte. So, ich hatte ja jetzt schon mal einen Futterautomaten hier stehen von Tetra. Das war ein ganz normaler Trommel-Futterautomat und die haben immer solche Schieber dran. So, und da ist in meinen Augen das Problem, die Mengen richtig einstellen zu können. Weil die Futtergrößen teilweise, ich sag mal, bei den Flakes definitiv hier und da immer variieren können. Von der Größe her, weil die brechen ja auch. Da gibt es aber auch jetzt mittlerweile Fütterungssysteme bzw. Futterautomaten, die das sehr gut können. Einer davon steht jetzt hier bei mir auf dem Becken. Und zwar ist das hier der Futterautomat der Firma Juwel. Das, lass mich nicht lügen, wie heißt der jetzt nochmal? Smart 2.0, irgendwie so in der Richtung. Blende ich euch noch separat ein. Dieser Futterautomat hat den Vorteil, dass im Endeffekt eine Förderschnecke drin ist. So, Förderschnecken gibt es in verschiedenen Größen. Einmal für Flakes, das heißt, ich kann hier drüber auch Flakes verfüttern. Und einmal dementsprechend für Pellets. Jetzt ist das Futter hier, die Pellets, die haben eine Größe von 1 mm. Das ist ein sehr weiches Futter. Ja, also die sind extrem, ja, ich sag's mal, kauffreundlich, behaupte ich jetzt mal. Es gibt genug andere Futtersorten, die, ich sag's mal, ein bisschen härter sind und ja, halt nicht so gerne und sofort von den Fischen aufgenommen werden. Wenn ich jetzt hier diese weichen Pellets habe, dann muss ich natürlich auch schauen, dass ich eine entsprechende Menge verfüttern kann. So, jetzt war es bei meinem Trommel Futterautomaten so, dass es entweder ganz wenig rausgekommen ist oder ich mache dir die Trommel jetzt komplett leer. Und das ist eine Sache, die ich gar nicht gut fand. So, ich werde jetzt hier mal gucken, ob das Ganze zu sehen ist. Ich lege jetzt mal den Deckel hier drunter und dann machen wir mal eine Fütterung mit dem Ding.
da sind jetzt die ganz normalen Platinum-Marine-Pellets drin. Der ist höllisch laut, aber das hören die Fische dann auch. So, das ist jetzt zum Beispiel hier die Futtermenge, die über den, das ist die kleinste Menge, die ich halt abgeben kann. So, und das ist auch genau das, was ich will. Die Futtermenge, die hier reinkommt, sollte dementsprechend wenig sein. Ich habe die Möglichkeit, mehrmals am Tag zu füttern. Ich glaube 4 oder 5 oder 6, weiß ich nicht, mache ich. Kommt im nächsten Tagebuch von mir, werde ich ein kleines bisschen mehr über diesen Futterautomat erzählen. Warum so wenig? Hat ein kleines bisschen damit zu tun, dass Futter grundsätzlich, egal ob das jetzt dieses Futter ist oder Frostfutter oder was auch immer, sollte grundsätzlich so ins Becken gebracht werden, dass die Fische das innerhalb kürzester Zeit aufnehmen. Und das ist auch eine, ich sag's mal, Anleitung, die hier von der Firma Vitalis gegeben wird. Wir haben, blende ich euch mal separat mit ein, wir haben ja einmal das Ganze für Flockenfutter. Könnt ihr mal kurz drüber fliegen, aber interessiert mich nicht, weil ich keine Flocken fütter. So, und wir haben dann die Pellets. Und wie ihr im Hintergrund wahrscheinlich seht, die Pellets sind so 50-50 vom Verhalten her. Ein Teil schwimmt und ein Teil geht unter. Und das ist genau das, was ich will. Das, was untergeht, da gehen hier meine größeren Jungs auf Suche und holen sich das alles vom Boden weg. Ist bei mir natürlich vorteilhaft, dass ich keinen Bodengrund drin habe. Da kann sich das Futter nicht in den Boden verflüchtigen. Und alles andere schwimmt halt oben noch ein bisschen rum und ist für die Tierchen, die halt dann gerne oben das Futter abnehmen. Hat den Vorteil, dass wenn ich jetzt die Menge so dosiere, dass die Fische das innerhalb kürzester Zeit aufnehmen, dass auch so gut wie nichts in der Dekoration verschwindet. Da haben wir nämlich immer die Probleme und das ist auch eine Sache, die hier die Firma Vitalis mit angibt. Man soll natürlich das füttern, was innerhalb kürzester Zeit aufgenommen werden kann. Und dieses Futter ist extrem ergiebig. Das heißt, mal eben gucken, was ist hier? Die. Ich habe das jetzt knapp 2,5 Monate im Einsatz. Das ist jetzt hier, ich habe das noch zurückgepackt. Und normal sind sie bis ungefähr hier voll und ich habe bis hier ungefähr noch so viel drin. Das heißt, die Futtermenge ist jetzt tatsächlich im Endeffekt weggegangen. Das ist noch ein anderes Futter, weil ich es mit da reingepackt habe, deshalb die Plastiktüte. Da sollte man darauf achten, dass dementsprechend ja, nicht zu viel, dass man es nicht zu gut mit den Fischen meint. Ich selber habe das gleiche Problem. Ich habe hier auch immer relativ viel reingepackt, weil es ist ja auch wirklich viel Fisch drin. Und ich sage jetzt mal, 80-90% meiner Tiere gehen dran. Aber ich habe hier natürlich auch Tiere, die nicht dran gehen, aufgrund ihrer ja, Herkunft oder beziehungsweise ihres Verhaltens. Wie zum Beispiel meine Leierfische, die ich hier drin habe, die Marmoratus. Das sind Lebendfutterfresser, die gehen durchs Riff und holen sich da ihr Futter. Meine Clownies komischerweise gehen da hinten auch nicht so wirklich dran. Aber das hat unter anderem natürlich auch damit zu tun, dass ich hier fütter. Da hinten kann ich nicht füttern, weil nämlich dann direkt das ganze Futter in den Schacht geht, ist genau der gleiche Effekt im Endeffekt wie zu viel füttern, weil das lagert sich dann irgendwo ab, ist im System drin und belastet mein System. Also grundsätzlich sollte das Fütterungsverhalten von euch so angepasst sein, dass das Futter sehr schnell innerhalb kürzester Zeit von den Tieren aufgenommen wird. Lieber mehrfach kleinere Gaben als einmal zu viel. Ja? Und Vitalis geht auch hin und sagt nach Möglichkeit, wenn zu viel Futter drin ist, was nicht aufgenommen wird, was bei Fischen relativ selten ist, weil die fressen nämlich eigentlich immer. Aber wenn man jetzt zu viel Futter reingegeben hat und sich das irgendwo anlagert, dann sollte das nach Möglichkeit entfernt werden. Ich habe jetzt hier den Vorteil, wie gesagt, durch den, dadurch, dass ich keinen Bodengrund habe, ich sehe meine Detritusstellen und kann die auch dementsprechend rechtzeitig entfernen, bevor die sich irgendwie anreichern etc. Den ganzen Kladderadatsch, ihr wisst, was ich meine. Und genau das
darauf weist dann dementsprechend Vitalis auch hin, dass dann solche Futteranlagerungen, also sprich wenn man zu viel gefüttert hat, halt nicht gut fürs Gesamtsystem sind. Das belastet das System, das ist aber normal. Das ist nicht nur bei Vitalis so, das ist bei jedem anderen Futter auch so. Und darauf solltet ihr definitiv achten. Ja, dann haben wir noch den Hinweis, bitte kühl und trocken lagern. Klar, logisch. Und ihr solltet nach Möglichkeit, solltet ihr bei keinem Futter machen, mit feuchten Fingern hier reingreifen. Das ist schon relativ feucht. Ja, geht sich aber im Endeffekt wahrscheinlich darum, Bakterien, Keime oder ähnliches reinzubringen. Weil wie gesagt, wenn ich jetzt meinen Futterautomaten da oben einmal bestückt habe, da komme ich relativ lange mit hin. Weil ich halt auch nicht so viel an Futter reinbringen muss. Und dann kann es schon mal sein, wenn man mit nassen Fingern da reingegriffen hat, irgendwann mal, dass das Futter dann anfängt zu schimmeln oder sonst irgendwas. Das sollte man natürlich nicht tun. Das würde das gute Futter hier versauen. So, viele sagen dann aber schon, oder haben es wahrscheinlich im Endeffekt auch schon mal gegoogelt und sagen dann, oh, das ist aber teuer. Ja? Ich gucke gerade eben mal direkt, wo es ungefähr liegt, preistechnisch. Und zwar haben wir hier zum Beispiel 40 Gramm für 11,99 €. Puh, das ist eine Hausnummer. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Futter halt so effektiv ist und so, ich sag mal, hochdosiert, braucht man ja auch nicht wirklich so viel. Wenn ich jetzt hier die Menge, die ich euch eben gezeigt habe, also das sind jetzt hier die 260 Gramm. Und da kommt man ziemlich lange mit hin. Einmal kaufen und dann erstmal Ruhe haben für 2, 3, 4 Monate. Ich denke, dass ich noch 1,5 Monate damit hinkomme, circa. Und wie gesagt, die Fische nehmen es ziemlich gut auf, aufgrund auch der Tatsache, dass es so weich ist. Und was ich auch gemerkt habe, wo ist er denn jetzt, mein Lieblings-Japonicus, ach hier vorne, dem geht es mittlerweile sehr viel besser, weil dieses Futter stärkt das Immunsystem durch entsprechenden Vitaminkomplex, Spurenelemente etc. pp., alles was da drin ist. Und das habe ich tatsächlich an dem Fisch ganz besonders gemerkt, das ist ja im Prinzip mein kleiner Seuchenvogel hier, der hat immer Probleme gehabt mit Pünktchen, dass der komplett befallen war oder dass der immer Pünktchen hatte. Das ist jetzt seit einigen Wochen mittlerweile schon wieder zurückgegangen. Also richtig intensiv füttere ich dieses Futter eigentlich jetzt seit knapp 4 Wochen. Heute ist tatsächlich der erste Tag, wo ich jetzt auf das Platinum Marine Pellets umgestiegen bin. Weil halt dieses System, blende ich euch auch nochmal eben kurz mit ein, sieht vor, dass man 4 Wochen lang das Standardfutter, also sprich das normale Marine Pellets oder normale Marine Flakes füttert und danach auf die Platinum Variante für 2 Wochen umstellt. Da ist nochmal besondere Mischung drin, etwas intensiver das Ganze, so dass die Fische ausgewogen ernährt werden. Also sprich nicht immer die gleichen Cornflakes am Morgen essen, sondern auch mal Cornflakes mit ein paar Erdbeeren drin, sage ich jetzt mal, um da ja, die Abwechslung reinzubringen für die Fische, und das ist auch so gewollt. Und nach 2 Wochen nimmt man das Platinum wieder raus und füttert das Standard wieder 4 Wochen weiter. Das ist so von Vitalis vorgesehen. Dann haben wir noch die Algen, Pellets oder Flakes. Die kann man nebenbei konsequent auch mit verfüttern. Die haben keinen besonderen Fütterungsplan und die Grazers im Endeffekt das gleiche. Alles in allem bin ich und sind meine Fische sehr zufrieden, sehr gesund, rund und gesund. Ja, ich meine, ich bin ja auch hier und da schon wieder zu viel am Füttern. Nein, bin ich nicht. Ich versuche tatsächlich über diesen Futterautomaten das so einzustellen, dass es halt die Mengen passen. Dass es halt nicht zu viel ins System kommt, weil, wie eben schon gesagt, wenn zu viel ins System kommt, kann es zu Anreicherungen kommen von Phosphat etc. pp., was halt mit anderen Futtersorten genauso passiert. Also das ist jetzt nicht nur auf das Futter jetzt hier beschränkt. Und alles in allem
muss ich sagen, die Fische nehmen das sehr gut an und ich bin damit zufrieden. Ich werde definitiv über das Futter hier in meinen Tagebüchern weiter berichten, wie es sich verhält. Aber ich habe es jetzt auch schon relativ lange wieder jetzt im Einsatz. Wie gesagt, ich habe es seit 2,5 Monaten, dann habe ich es eine kurze Zeit eingesetzt. Dann hatte ich den Verdacht, das könnte vielleicht eine Kleinigkeit eintragen. Hat es tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe es labortechnisch untersuchen lassen. Und bin jetzt wirklich wieder seit etwas über 4 Wochen bin ich daran, das Futter einzusetzen. Und den Fischen geht's gut. Die Fische sind gesund. Die nehmen das Futter sehr gut auf, wenn es kommt. Wie gesagt, ihr müsst auf die Futtermengen achten, die ihr einbringt, damit keine Überfütterung einmal stattfindet, dass ihr hier halt aus einer Schwertgrundel keinen Kugelfisch macht. Andererseits ist natürlich auch darauf zu achten, dass halt nichts im System verbleibt, dass die Fische alles aufnehmen. Aber das ist ein Grundsatz, der in der Meerwasseraquaristik sowieso gilt. Alles, was im System zu viel ist, reichert sich irgendwann an und führt zur Belastung. Von daher ist ein angepasstes Füttern tatsächlich wichtig und extrem hier mit dem Futter, weil es halt wirklich so effektiv ist. Wie gesagt, ich habe es jetzt relativ lange im Einsatz, es ist nicht viel wirklich verbraucht, aber die Fische haben genug bekommen. Also das ist jetzt, die haben tatsächlich keine Mangelerscheinung, eigentlich im Gegenteil, die haben hier und da schon ein kleines Bäuchlein. Von daher könnte ich sogar hingehen und die Futtergaben noch ein kleines bisschen zurückschrauben. Ja, alles in allem, wie gesagt, bin ich von dem Futter begeistert. Und den Fischen geht's gut. Ihr werdet definitiv in meinen Tagebüchern noch weiteres darüber hören. Und wahrscheinlich wird demnächst auch kommen die Gracers wahrscheinlich noch. Die werde ich euch auch nochmal in meinen Tagebüchern vorstellen. Alles in allem, ja, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Aber bisher macht es schon einen ziemlich guten Eindruck. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper.